macht über Sachen, die schön sind, die Freude machen. Gell, ich stehe nicht vor dir und sage, man soll die Probleme nicht anschauen, besser gut nicht. Aber es ist einfach immer dann, wenn wir auch der Fokus und die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit auf die Sachen lenken, die nicht in der Ordnung sind, passiert hier relativ viel Disharmonie, weil das Herz reagiert auf den Herzschlag, reagiert sofort darauf. Und die erste Umgebung, die dein Herz wahrnimmt, sind deine Gedanken und deine Gefühle. Und es ist immer der Kampf zwischen dem, wie das Herz reagiert und dem Signal, das ins Hirn aufgeht. Dass wir Mühe haben, in die Gefühle hineinzukommen. Ich meine, jeder ist lieber in tolle Gefühle hinein oder ein positives Gefühl, nicht? Also ich schon. Es fühlt sich für mich besser an, wenn ich fröhlich und freudig bin, als wenn ich verrückt und angespannt bin. Für euch auch, oder? Gut, für die, die noch nie bei mir waren, was ganz wichtig ist zum Wissen, ist, wer der Boss im System innen ist. Und der Boss ist das Herz. Weil das Herz ist völlig autonom. Die Informationen, die vom Herz ins Hirn raufkommen, da muss das Hirn darauf reagieren. Informationen, die vom Hirn zum Herz kommen, das ist immer Zweiwegskommunikation, muss das Herz nicht zwingend darauf reagieren. Das hat nützt nichts, dass dein Kopf den ganzen Tag denkt, ich bin fröhlich und dein Herz hat den ganzen Tag das Gefühl, mir geht es dort verschissen, ich fühle mich traurig. Das ist das, was ich ganz schnell das Gefühl habe. Wir können uns echt nicht mehr erlauben, nicht über die Zusammenhänge zu wissen, weil uns geht der Saft aus, die Lebenskraft. Also ganz viele finden wie auch keine Lösung. He? Weil die Lösung besteht nicht zwingend darin, dass der chemische Cocktail in deinem Körper innen verändert wird. Das kann helfen, das ist auch manchmal schon sehr sinnvoll, dass das genommen wird. He? Aber dass der Mechanismus wieder von alleine kommt, braucht es wirklich